Ja, guten Tag. Wie Sie wissen, hat die Linke den Putsch in der Türkei oder den versuchten Putsch von Anfang an verurteilt als Angriff auf die Demokratie. Und wir haben natürlich auch den Angehörigen und den Familien unser Beileid ausgesprochen, die getötet wurden oder schwer verletzt wurden. Was wir jetzt gerade erleben, ist, dass auf den militärischen Putschversuch ein ziviler Putschversuch stattfindet. Erdogan nutzt den gescheiterten Putschversuch als Vorwand für eine umfassende Säuberungsaktion und für die Installierung eines Präsidialsystems, das ihn zum alleinigen Machthaber macht. Was dort stattfindet, ist unerhört, dass fast 3000 Richter abgesetzt wurden, dass wahllos Menschen verhaftet werden. Natürlich müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, aber was jetzt gemacht wird, ist natürlich der Versuch, alle unliebsamen Leute aus ihren Ämtern zu entfernen und seine eigene Macht zu stabilisieren. Das kann man nicht anders bezeichnen als einen zivilen Putsch. Ich glaube, hier ist die Bundesregierung endgültig gefordert. Frau Merkel kann nicht länger zusehen, wie Erdogan die Demokratie mit Füßen tritt. Und deswegen haben wir drei klare Forderungen. Frau Merkel muss mit dafür sorgen, dass die EU-Beitrittsverhandlungen so lange gestoppt werden, wie Erdogan nicht zu den demokratischen Gepflogenheiten zurückkehrt. Zweitens, wir müssen die militärische Zusammenarbeit aufkündigen. Das müssten wir im Übrigen ohnehin tun. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und dass die Parlamentarier die Soldaten aus Deutschland nicht besuchen dürfen, ist ein unmöglicher Vorgang. Also da kann nur damit beantwortet werden, dass sofort alle Soldaten aus der Türkei abgezogen werden. Und drittens, wir müssen diesen unsäglichen Flüchtlingsdeal mit Erdogan aufkündigen. Er ermöglicht Erdogan nur, dass er ständig die EU-Mitgliedstaaten erpressen und unter Druck setzen kann. Natürlich, wenn jetzt vielleicht sogar noch die Todesstrafe wieder eingeführt wird in der Türkei, zumindest wird darüber diskutiert, müssten die EU-Beitrittsverhandlungen ohnehin beendet werden. Es kann kein Land beitreten, das die Todesstrafe praktisch einführt. Aber trotzdem, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, bei dem Frau Merkel nicht länger zuschauen kann, sondern wo sie handeln muss und aus der Deckung kommen muss. Es geht hier immerhin um die Frage der Demokratie in einem ganz wichtigen Land, in einer ganz wichtigen Schlüsselposition. Natürlich haben wir große Angst, dass unsere linken Genossinnen und Genossen, insbesondere von der HDP, selber auch diesen Säuberungsaktionen zum Opfer fallen. Ihre Immunität oder die von den meisten Abgeordneten ist ja die Immunität bereits aufgehoben. Wir haben deshalb ganz klar gemacht, Parlamentarier in Deutschland schützen Parlamentarier in der Türkei. Und auch ich persönlich als Parteivorsitzender habe eine Patenschaft für meinen Vorsitzenden Genossen in der HDP, für den Genossen Demirtas ausgesprochen. Wir müssen, glaube ich, sehr darauf Acht geben, dass die demokratischen Kräfte in der Türkei jetzt nicht in den Gefängnissen aufgesucht werden müssen. Zweites Thema, was schon ein bisschen nicht mehr ganz so aktuell ist, aber uns weiter begleiten wird, ist die Auseinandersetzung um Tengelmann und die Übernahme durch Edeka. In der Sache will ich Gabriel ausdrücklich Recht geben. Gabriel hat zum Gemeinwohl erklärt, dass Beschäftigte geschützt werden müssen. Die Ministererlaubnis, die er gegeben hat, schützt in der Tat die 16.000 Beschäftigten von Edeka, gibt ihnen, von Tengelmann und Kaisers, gibt ihnen sogar zum Teil weitergehende Rechte als den Edeka-Beschäftigten selber. Was sehr bedauerlich wäre und was man ihm angreifen muss, wenn er durch handwerkliche Schlamperei praktisch diese Vereinbarung oder diese Erlaubnis selber gefährden würde, zulasten der Beschäftigten dort. Und was uns viel zu kurz greift, er betont immer, dass er jetzt die sozialen
Interessen der Verkäuferinnen und Verkäufer, der Stapelwagenfahrer und so weiter wahrnehmen will und dass das Gemeinwohlinteressen sind, verkennt aber, dass die Mehrheit der Beschäftigten im Handel längst gar nicht mehr geschützt sind. Nur noch ein Drittel der Beschäftigten im Handel fällt unter Tarifverträge und gerade Edeka ist der größte Einzelhandelskonzern, der immer mehr Filialen ausgliedert an Private vergibt, an Franchise-Nehmer vergibt und sofort die Tarifbindung für die Beschäftigten fällt und auch die betriebsratliche Vertretung. Und da wäre in der Tat richtiger Handlungsbedarf. Man müsste dafür sorgen, dass die Beschäftigten wieder regelmäßig in den Genuss von Tarifverträgen kommen. Die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen muss erleichtert werden und es darf nicht sein, dass Beschäftigte aus dem Tarifvertrag fallen, wenn die Läden ausgegliedert werden und an privaten Franchise-Nehmer übergeben werden. Das wäre jetzt der richtige Schritt und eine notwendige gesellschaftliche Debatte, weil in der Tat die Beschäftigten leiden durch Niedriglohn, durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch Flucht aus den Tarifverträgen unter der Politik, die die großen Lebensmittelkonzerne schon seit Jahren machen. Das gilt im Übrigen auch für Rewe und die vielen anderen, über die wir dort reden. Weiterer Punkt, heute findet die Jubelkonferenz, Nominierungskonferenz in Cleveland für Donald Trump statt. Ein schlechter Tag, glaube ich, für die Welt oder schlechte Tage für die Welt wird diese Selbstinszenierung sein. Ich habe schon auf dem Parteitag gesagt, dass ich Trump für einen riesen Arschloch halte, das wiederhole ich auch ausdrücklich hier. Außerdem aber auch für eine sehr gefährliche Person. Es ist wirklich tragisches Schicksal unserer Zeit, dass Rechtspopulisten nicht nur in Europa, sondern auch in den USA Aufwind bekommen. Trump geriert sich als jemand, der von Wirtschaft was versteht, weil er ein paar Hochhäuser hingestellt hat und wirtschaftlich persönlich Erfolg hat, was ihn aber im Übrigen überhaupt nicht dazu qualifiziert, sein Land zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Er arbeitet mit Ressortiments gegen Migrantinnen und Migranten. Er will wieder Mauern bauen. Er ist außenpolitisch völlig unkalkulierbar und in hohem Maße gefährlich. Und man kann nur hoffen, dass die amerikanischen Wähler und Wählerinnen so klug sind, ihn nicht zum Präsidenten der USA zu wählen. Ich glaube, das wäre insgesamt für die Welt eine größere Katastrophe. Weiteres Thema. Ich begrüße ausdrücklich, dass bei den Grünen über Steuern diskutiert wird. Wir wissen aber nicht, in welche Richtung es geht. Wir haben doch unterschiedliche Aussagen. Auf der einen Seite stellen die Grünen fest, dass der Reichtum in unserem Land sehr ungerecht verteilt wird und da was getan wird. Auf der anderen Seite gibt es gewichtige Stimmen wie den Ministerpräsidenten Pretschmann aus meinem Bundesland Baden-Württemberg, der sagt, auf keinen Fall eine Vermögenssteuer erheben und der sogar sagt, dass das bestehende Erbschaftssteuervorschlag, den Seehofer im Wesentlichen beeinflusst hat, von ihm sogar ohne Probleme unterschrieben werden könnte. Also er will Reiche und Vermögende weiter pudern. Und das passt ja auch ins Konzept von ihm, dass er lieber eine schwarz-grüne Koalition hätte, als in irgendeiner Form mit Linken zusammenzuarbeiten. Ich bin gespannt, weil in der Tat die Frage der Steuerpolitik eine ganz entscheidende Frage der Zukunft sein wird. Und es ist völlig klar, wer nicht bereit ist, Reiche und Vermögende stärker zu besteuern, kann weder soziale noch ökologisch vernünftige Reformen machen. Das wird eine Schlüsselfrage sein für den kommenden Wahlkampf zur Bundestagswahl. Letzter Punkt, ich begrüße ausdrücklich den Beschluss der SPD Bayern, die gesagt hat, dass CETA abzulehnen ist. Damit hat die vierte Landespartei der SPD eine Ablehnung von TTIP und CETA beschlossen. Man kann nur hoffen, dass dieses Signal auch bei Herrn Gabriel angekommen ist
und er endlich den Schritt wagt, diese unsäglichen Freihandelsabkommen zu stoppen, die in der Tat nur Konzernen und reichen Menschen Vorzüge bringen, aber für die Mehrheit der Bevölkerung Nachteile mit sich bringen wird. Und wie gesagt, man kann keine wirkliche Trennung zwischen CETA und TTIP machen, weil die meisten amerikanischen Firmen haben Filialen in Kanada und würden ohne Probleme quasi auch, wenn TTIP gestoppt werden würde, die gleichen Sachen über CETA machen. Deswegen hängt CETA und TTIP mit uns, für uns zusammen. Die Chance, dass man beides kippen kann, ist gesellschaftlich gegeben. Und wir begrüßen, wie gesagt, wenn immer mehr SPD-Landesparteien zum gleichen Schluss kommen wie die Linke.